Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Fondant-Torte für euch, und zwar diese zweistöckige Konfirmationstorte für meinen Bruder. Er wird morgen konfirmiert und natürlich bekommt ihr da von mir eine richtig hübsche Torte. Ich bin sehr begeistert. Ich finde, sie ist sehr, sehr hübsch geworden. Es war nicht alles ganz genauso geplant. Und zwar hatte ich eigentlich mir überlegt, dass die obere silberne Torte eine schöne glatte Optik bekommt, aber beim Einpinseln ist sie so strukturiert geworden und sieht jetzt aus wie gebürstetes Stahl. Und ich finde, das sieht super toll aus und war eigentlich Zufall. Ansonsten habe ich die Torte sehr, sehr schlicht gehalten, sehr elegant. Oben die Friedenstaube finde ich super niedlich. Unten ist eine Schoko-Kirsch-Torte und oben sind Kokosböden mit einer Himbeer- und Zitronencreme. Und gefüllt ist die Torte mit der französischen Buttercreme, die ist ja auch Fondant tauglich. Und die Böden sind aus Biskuit. Und das zeige ich euch jetzt aber gleich alles noch ausführlich. Und die genauen Mengenangaben und das schriftliche Rezept findet ihr wie immer auf dem Blog. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und wir starten jetzt erstmal mit den Sachen, die ich vorbereitet habe. Für die Torte habe ich hier schon einiges vorbereitet. Und zwar einmal für die beiden Etagen Biskuitböden. Für die untere Etage einen Schokobiskuitboden mit etwas Kakaopulver. Und für die obere Etage einen Kokosbiskuitboden mit etwas Kokosraspeln. Und die habe ich einfach nach dem Grundrezept zubereitet. Und dazu wird Eiweiß und Eigelb mit dem Zucker richtig schön schaumig geschlagen. Zuerst der Eischnee und anschließend das Eigelb zusammen mit etwas Vanille. Der Eischnee wird dann ganz vorsichtig und mit ganz viel Liebe unter die schaumige Eigelbmasse gehoben. Und in der Zwischenzeit konntet ihr auch schon die trockenen Zutaten sieben, das heißt Mehlstärke, und für die Schokoböden auch Kakaopulver. Und die trockenen Zutaten werden dann auch stückweise ganz vorsichtig unter die Eiermasse gehoben. Und dann muss die Biskuitmasse auch nur noch in die Backform gefüllt werden und gebacken werden. Und für die Kokosböden habe ich Mehl und Stärke gesiebt und darunter einfach etwas Kokosraspeln gemischt. Und die trockenen Zutaten werden natürlich auch ganz vorsichtig unter die Eiermasse gehoben. Und nach dem Backen muss der Biskuit nur vollständig abkühlen und dann könnt ihr ihn auch schon in Böden schneiden. Dann habe ich hier eine Tortentränke, damit die Böden auch richtig schön saftig werden. Und zwar habe ich mir einfach einen Zuckersirup gekocht, wie immer. Dazu habe ich einfach Wasser und Zucker in einen Topf gegeben und ein paar Minuten kochen lassen. Und anschließend habe ich den Zuckersirup einfach umgefüllt und dann vollständig abkühlen lassen. Zum Füllen habe ich hier die französische Buttercreme, auch einfach nach dem Grundrezept zubereitet. Und dazu werden Eier, Zucker und eine Prise Salz in eine Schüssel über ein Wasserbad gegeben und bis auf ca. 80 Grad erhitzt. Dadurch wird die Masse pasteurisiert und ist dann unbedenklich. Und die heiße Eiermasse gebt ihr dann anschließend einfach in die Küchenmaschine und lasst das Ganze so lange rühren, bis es wieder abgekühlt ist. Danach könnt ihr die Butter zusammen mit etwas Vanille in eine zweite Schüssel geben und das Ganze zuerst mit dem Flachrührer richtig schön cremig rühren lassen. Und dann könnt ihr auch den Schneebesen nehmen und das Ganze richtig schön schaumig aufschlagen. Danach kommt dann die Eiermasse dazu und wird so lange unter die Butter gerührt, bis ihr eine schöne geschmeidige Masse habt. Und die Buttercrememenge musste ich zweimal zubereiten, damit ich jetzt auch genug Buttercreme habe, um beide Torten zu füllen und einzustreichen. Deswegen habe ich da hinten noch eine Schüssel stehen und ein bisschen habe ich auch schon hier in den Spritzbeutel gefüllt, zusammen mit einer breiten Bandhülle. Damit kann ich die Torten gleich einfach etwas schneller befüllen und einstreichen. Und damit die Torten jetzt auch richtig schön fruchtig werden, habe ich hier noch ein paar Sachen stehen. Und zwar wird die untere Torte eine Schoko-Kirsch-Torte und die obere Torte hat ja die Kokosböden und bekommt dann noch etwas Himbeere und Zitronencreme mit rein. Dafür habe ich hier Fruchtaufstrich, den koche ich mir entweder selber mit Gelee-Zucker 3:1 oder 2:1. Oder ich kaufe einen hochwertigen Fruchtaufstrich mit am liebsten 70% Fruchtanteil. Dann ist das Ganze einfach nicht so süß wie eine klassische Konfitüre. Und gerade wenn ich Saison ist oder man selber gar keine Früchte im Garten hat, dann kann man die auch ruhig kaufen, wenn die gut sind. Dann schmecken die nämlich auch sehr lecker. Oder wie gesagt, ich koche sie mir selber und dann gerne auch auf Vorrat.
Und für die obere Torte habe ich hier noch eine Zitronencreme, und zwar ein Lemon Curd, den habe ich auch schon vorbereitet. Und dazu kommen alle Zutaten einfach in einen kleinen Topf und werden auf dem Herd erhitzt, ca. 5 bis 8 Minuten, immer schön unterrühren, bei niedriger bis mittlerer Hitze. Und so dickt das Lemon Curd dann ein, und danach könnt ihr es dann nochmal durch ein Sieb streichen und die Butter einrühren. Und jetzt können wir auch schon mit dem Füllen starten, und dazu mache ich hier mir jetzt erstmal etwas Platz, und dann starten wir mit der Schokokirschtorte. Die Torten stapel ich immer auf solchen Leichtschaumplatten, eine Kaperplatte, die habe ich mir schon passend zurechtgeschnitten, und da kommt jetzt der erste Boden drauf und der wird erstmal getränkt. Und als erstes habe ich jetzt eine dünne Schicht Buttercreme eingefüllt, und darauf gebe ich jetzt den Kirschfruchtaufstrich. Und ihr könntet das auch andersrum machen, aber ich gebe die Kirschen jetzt einfach oben drauf, und dann kommt auch schon der nächste Boden, und dann wird genauso weitergeschichtet, bis ihr eure gewünschte Höhe erreicht habt. Ich habe jetzt weiter gestapelt und bin jetzt am Rand von meinem 7 cm Tortenring angekommen. Und damit ich jetzt noch weiter in die Höhe stapeln kann, setze ich jetzt den nächsten Boden schön mittig oben drauf und gebe den zweiten Tortenring drumherum und kann dann so weiter stapeln. Die Torte kommt jetzt in den Kühlschrank und kann schon mal durchkühlen, damit die Buttercreme fest wird. Und währenddessen können wir uns dann schon um die zweite Torte kümmern. Und ich habe auf den letzten Boden auch schon eine dünne Schicht Buttercreme gegeben. Dann haben wir es später beim Einstreichen ein bisschen einfacher. Die obere Torte stapeln wir nach dem gleichen Prinzip, das heißt Boden, der Boden wird getränkt. Diesmal kommt der Fruchtaufstrich, der Himbeerfruchtaufstrich, direkt auf den Boden. Darauf kommt bei mir die Buttercreme, und darauf gebe ich dann noch etwas von dem Lemon Curd. Und auch die obere Torte ist jetzt fertig. Auch hier habe ich die Oberschicht schon mit Buttercreme eingestrichen. Und ich habe nur 5 Boden verwendet. Den 6. Boden habe ich übrig gelassen, damit die obere kleine Torte nicht ganz so extrem hoch wird. Die Torten sind jetzt gut durchgekühlt, und jetzt kann ich die Tortenringe entfernen, ganz vorsichtig. Ich habe hier etwas heißes Wasser, damit ich den Tortenring entfernen kann. Und dann kann ich die Torten auch schon einstreichen, um sie für den Fondant vorzubereiten, und da kann ich auch die französische Buttercreme verwenden, denn die ist fondanttauglich. Und mit der Bandhülle kann ich jetzt die Buttercreme einfach an den Rand spritzen.
Die Torte ist jetzt mit einer ersten Schicht richtig schön eingestrichen. So stelle ich sie jetzt erstmal kalt, dann kann die Buttercreme fest werden und dann kann ich sie nochmal richtig schön glatt streichen. Und anschließend können wir dann genauso auch die zweite Torte einstreichen. Die Torten sind jetzt eingestrichen und durchgekühlt und jetzt können wir sie mit Fondant eindecken. Dazu habe ich für die untere Torte hier schon blauen Fondant ausgerollt und damit kann ich die Torte jetzt eindecken. Und die obere Torte wird ja schön silber und die decke ich jetzt erstmal mit grauem Fondant ein. Die obere Torte ist ja jetzt noch grau, aber die soll richtig schön silber werden und deswegen werde ich etwas Glanzpuderfarbe auftragen. Und zwar habe ich hier Satin Silver und damit das auch richtig schön hält und schön glänzt, werde ich vorher die Torte jetzt mit etwas Kokosöl einstreichen. Da das Kokosöl bei Raumtemperatur fest ist, habe ich das gerade eben einfach über dem Herd geschmolzen und zwar auf ganz niedriger Stufe. Das soll nicht heiß werden, sondern einfach nur schmelzen. Und jetzt habe ich hier so einen ganz breiten, aber weichen Pinsel und kann damit jetzt ganz vorsichtig die komplette Torte einpinseln. So war das jetzt zwar eigentlich nicht geplant, eure Torte sollte nicht zu kalt sein, denn ansonsten wird das Kokosöl sofort wieder fest. Es sollte schon so ein bisschen feucht noch bleiben. Und jetzt habe ich einfach mit dem Pinsel immer weiter gestrichen und habe jetzt keine glatte Optik mehr, sondern so eine raue Optik vom Pinsel. Und dadurch haben wir gleich mit dem silbernen Puder so eine Optik von gebürstetem Stahl. Das sieht auch richtig cool aus, war zwar eigentlich nicht so geplant, aber wir sind jetzt total happy, dass es so aussieht. Also ihr könnt beides machen. Wenn die Torte nicht zu kalt ist, dann könnt ihr das Kokosöl einfach nur ganz vorsichtig auftragen und dann wird es richtig schön glatt. Oder ihr lasst das Kokosöl auf der kalten Torte einfach so ein bisschen fest werden, streift dann einfach mit dem Pinsel weiter in beide Richtungen und habt dann so eine gebürstete Stahloptik. So, die silberne Torte ist fertig. Die Optik ist ja mal mega. Also es war überhaupt nicht so geplant, aber es gefällt mir richtig gut. Glatt wäre natürlich auch schön. Es geht beides. Der Nachteil ist nur, es geht wirklich super schnell, super einfach. Der Nachteil ist nur, jetzt ist wirklich alles Silber. Es ist alles Silber und ihr werdet dieses Silber noch ewig in eurer Küche finden. Aber ich werde jetzt mal so ein bisschen versuchen, sauber zu machen und dann geht es auch schon weiter.
Und damit auch die untere Torte jetzt ein richtig schönes Finish bekommt, zeige ich euch jetzt noch eine andere Technik. Und zwar habe ich hier einen Tortendampfer. Damit kann ich die Torte jetzt einfach mit genügend Abstand abdampfen und dadurch bekommt die Torte eine schön gleichmäßige Oberfläche, glänzt leicht und vor allen Dingen verschwinden alle Stärkereste vom Ausrollen des Fondants. Das mit dem Dampf ist vor allen Dingen bei dunklen Torten richtig toll, wenn ihr relativ viel Stärke drauf habt, gerade bei schwarzen Torten. Das geht dann einfach weg. Bei mir auf der Torte war jetzt kaum Stärke, das sieht man es kaum. Die Torte glänzt jetzt. Jetzt lasse ich sie auch noch mal ganz kurz abkühlen und dann können wir die Torte auch schon stapeln. Damit die obere Torte nicht in die untere Torte einsinkt, müssen wir die untere Torte stützen und das mache ich hier jetzt mit so Bambustortenstützen. Und damit ich sie mir jetzt auf die richtige Höhe zurechtschneiden kann, stecke ich eine rein und werde mir dann einfach mit einem Lebensmittelfarbstift die richtige Höhe markieren. Meine Torte ist jetzt fertig gestapelt. Wenn ihr die Torte etwas weiter transportieren möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall eine der Tortenstützen etwas länger lassen und am besten oben anspitzen, damit ihr dann die obere Torte auffädeln könnt. Das verbindet einfach nochmal besser obere und untere Torte miteinander, damit dann die obere Torte auch nicht verrutscht beim Transportieren. Wenn obendrauf noch Dekoration kommt, dann könnt ihr auch einfach einen langen Holzstab nehmen und den dann durch beide Torten durchstecken. Wir transportieren die Torte nicht so weit. Und deswegen funktioniert das jetzt auch so und wir haben uns das gespart. Und jetzt werde ich die Tortenränder noch mit einem Satinband dekorieren und dazu habe ich hier einfach so ein grausilbernes Satinband ausgesucht. Und das Satinband befestige ich immer ganz gerne mit solchen Perlkopfnadeln. Und zwar habe ich hier ganz, ganz lange, damit man die nicht aus Versehen übersehen kann und sich dann damit verletzt, wenn man die mit isst. Und vor allen Dingen sage ich das immer ganz genau dazu. Und wenn ich selber dabei bin, wie dieses Mal, dann achte ich natürlich darauf, dass sie abgenommen werden. Aber bei so langen Nadeln ist es einfach wesentlich ungefährlicher. Und jetzt sind wir fast fertig, jetzt fehlt nur noch ein Dekoteil und eigentlich auch mit eins der wichtigsten. Und zwar habe ich hier eine Friedenstaube modelliert. Und dazu nehmt ihr euch einfach etwas Blütenpaste oder Fondant verknetet mit etwas CMC-Pulver. Dadurch härtet die Masse dann richtig gut aus. Und die Form könnt ihr einfach mit Hilfe einer ausgedruckten Schablone ausschneiden und dann noch die Konturen nachmodellieren. Und natürlich bekommt die Friedenstaube auch noch einen kleinen Olivenzweig. Und die habe ich jetzt vollständig trocknen lassen und kann sie jetzt hier oben ankleben, einfach mit etwas essbarem Kleber. Hier ist jetzt die fertige Torte. Ich bin total begeistert. Ich finde, die Friedenstaube ist super süß geworden und auch die silberne Etage ist richtig gut gelungen. Und eigentlich war alles gar nicht so schwer. Und jetzt hoffe ich, meinem Bruder wird die Torte gefallen, aber eigentlich bin ich mir sicher, er wird dort auch sehr begeistert sein. Ich freue mich jetzt auf morgen, gehe ganz zufrieden ins Bett und hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!